Ich darf Sie herzlich zu dieser Einheit begrüßen. Eine Einheit, wo wir nicht über Systeme reden, sondern über die eigentlichen Lehr- und Lerninhalte selbst. Wenn man es historisch betrachtet, sind digitale Lehr- und Lernunterlagen eigentlich noch sehr jung. Noch in den 1980er Jahren wurden so Bilder mit Fotoapparaten gemacht und Filme entwickelt. Ich erinnere mich auch in meiner Kindheit, dass man im Klassenzimmer noch Filme von der Spule zeigte, Dias eingelegt wurden oder auch, dass ich meine Referate mittels Blaupausen vervielfältigte. Unser ganzer Stolz war damals seinerzeit, dass wir das aber schon mit einer elektrischen Schreibmaschine schreiben konnten. Und ziemlich zeitgleich, eben dann mit dem Aufkommen des World Wide Web, wurde auch das Multimedia-Zeitalter eingeläutet. Multimedia ist 1995 plötzlich das Wort des Jahres. Das heißt, es kann eigentlich als Hype des Jahres 1994 bezeichnet werden, so wie wir es heute mit Virtual Reality oder Internet of Things erleben. Ich darf dabei diese wunderschöne Webseite aus dem Archiv der Rheinzeitung zitieren. Dort steht: Das Wort Multimedia spiegelt in besonderem Maße wider, was in diesem Jahr den öffentlichen Sprachgebrauch geprägt habe. Multimedia sei in nahezu allen Lebensbereichen anzutreffen, von internationalen Tagungen und Messen über aktuelle Wirtschafts- und Medienberichte bis hin zu Kaufhauskatalogen. Die Wiesbadener Sprachforscher schreiben, Multimedia ist Leitwort für die Reise in die schöne neue Medienwelt. Weiters folgt auf den Plätzen unter den Top 10 zum Beispiel weitere Wörter aus dem Bereich der elektronischen Medien, der laut GFDS, der Gesellschaft für deutsche Sprache, insgesamt die auffälligsten Wortschatzbewegungen verursachte. Anklicken mit der Computermaus auf Platz 6, virtuelle Realität auf Platz 7 und die Datenautobahn auf Platz 8. Es gibt eigentlich keine exakte Definition von Multimedia. Es wurde aber fast synonym für jegliche Form von digitalen Artefakten verwendet. Man findet Definitionen von Issing, Klimsa oder auch Keres in deren Büchern wieder, die sich sehr früh mit diesem Thema bereits beschäftigt haben. Wichtig ist wohl, dass Multi immer für mehrere Kanäle stand. So können Multimedien eben unterschiedliche Formate vorhalten oder Multimodalität mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen. Kurzum, 1995 sprach kaum jemand von Digitalität oder digitalen Formaten, weil es schlicht und einfach noch wenig verbreitet war, sondern man sah in der Möglichkeit, Bewegtbilder oder Audiospuren über das Internet zu verbreiten, die Chance, mehrere Sinneskanäle anzusprechen oder andere Lehr- und Lernformen zu ermöglichen. Wichtig ist aber, dass auch 1995 bereits die Forscherinnen und Forscher darauf hinwiesen, dass nicht das Medium an sich den Lernerfolg garantiert, sondern vielmehr die Frage nach Lernzielen im Vordergrund steht, die es eben gilt, mit didaktischen Mitteln zu erreichen. Daher gilt, Lernerfolg ist unabhängig vom Medium, damals, heute und wohl auch zukünftig. Akzeptiert man jetzt den Begriff Multimedia, dann stellt sich die Frage, was fällt denn alles darunter? Grob könnte man schreiben, jegliches digitales Format. Aber natürlich lässt sich das etwas granularer noch darstellen. Zu Beginn steht wohl das Textdokument selbst. Wirkt ja fast ein bisschen lächerlich, über das jetzt hier zu sprechen. Jedoch sollten wir bedenken, dass die meisten Lehr- und Lernmaterialien heute noch als .pdf zur Verfügung gestellt werden. Egal, ob es sich um Skripten, Präsentationen oder Notizen handelt. Digitale Lehr- und Lernunterlagen sind essentiell, damit wir überhaupt digital geschützte Lehre verwenden oder einsetzen können. Danach gibt es das Bild, wobei wir hier schon zwischen Fotografien und Grafiken unterscheiden. Letzteres hat im Lehr- und Lernkontext eine doch nicht unbedeutende Rolle. Aber eine Grafik ist nicht per se gleich ein Lernobjekt. Oftmals wird es das erst durch die entsprechende didaktische Aufbereitung. Das kann sein, dass man die Grafik hierzu selbst in der Komplexität reduzieren muss, um auf das Wesentliche sich wieder zu konzentrieren oder zum Beispiel durch spezielle Farben Lernprozesse gezielt unterstützt. Spannend ist danach auch die Möglichkeit, Ton für Lehr- und Lernzwecke einzusetzen, also Audio. So kann man heute zum Beispiel durchaus sehr aktuell auch Hörbücher einsetzen, Vorlesehilfen oder Vorleshilfen geben oder Podcasts produzieren.
Aber natürlich kann Ton eben auch mit Bild und oder Text kombiniert werden. Wichtig ist wohl die Unterscheidung hier zwischen Sprache und Musik. Liefert das eine eine sehr konkrete Information, wird Musik zumeist als Untermalung eingesetzt. Erst in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt werden jetzt Lehr- und Lernvideos. Erst durch die breite Verfügbarkeit von Endgeräten zur Produktion und zum Ansehen, durch bessere Kompressionsverfahren und auch die Möglichkeit einer schnelleren Übertragung wurden diese salonfähig. Aber umgekehrt ist der Siegeszug des Lehr- und Lernvideos wohl jetzt auch nicht mehr zu stoppen, wenn man sich YouTube oder andere Plattformen ansieht. Ein weiterer Punkt sind Animationen und Simulationen. Darunter versteht man die Wiedergabe der Realität in ganz bestimmten Situationen. So kann man Vorgänge simulieren, um Abläufe zu verstehen oder aufgrund von Daten das Verhalten von realen Objekten nachvollziehen. Animationen hingegen sind meist schon eine Reduktion eines sehr komplexen dynamischen Prozesses auf das Wesentliche, also die Erweiterung des statischen Bildes in dynamische, sich ändernde Bewegungen. Ein weiterer Punkt ist dann das interaktive Lernobjekt, die eigentlich höchste Stufe, könnte man so vielleicht formulieren. Interaktiv bedeutet dabei, dass der oder die Lernende Einfluss nehmen kann auf den Ablauf. Dies kann sehr einfach sein, indem zum Beispiel in die Steuerung eingegriffen wird. Zum Beispiel macht man etwas schneller oder langsamer. Oder auch sehr komplex, die Möglichkeit der Beeinflussung von Parametern möglich ist. Zum Beispiel durch die Veränderung mittels Schiebebalken, anderen Eingangsgrößen und so weiter. Wesentlich ist, dass die oder der Lernende mit dem Objekt eben interagiert zu Lernzwecken. Bis vor wenigen Jahren war dies oftmals gekennzeichnet durch Flash-Objekte. Heute verwendet man andere Technologien, HTML5, JavaScript oder ähnliches. Selbstverständlich kann man sich nun sehr vertiefen in diesen verschiedenen digitalen Formaten, verschiedene Kompressionsverfahren oder auch Typen. Also ob es dann besser ist, zum Beispiel ein .GIF, ein .JPEG oder ein .BNG zu verwenden. Das ist jetzt hier mal grundsätzlich nicht vorrangig, soll uns egal sein, weil es gehört in den Fachbereich der Multimediatechnik, der auch Teil der Medieninformatik ist. Viel wichtiger sind für Sie als zukünftige Lehrerin oder Lehrer die sogenannten Gestaltungsprinzipien. Ausgehend von zahlreichen, zumeist auch lernpsychologischen Theorien, haben sich nämlich über die Jahre verschiedene Kernaussagen zur Informationsverarbeitung in unseren Gehirnen gebildet. Das ist keinesfalls am Ende, im Gegenteil, die moderne Hirnforschung befeuert dies eigentlich ständig. So können wir heute die Theorie der geteilten Aufmerksamkeit, die Doppelkodierungstheorie oder auch die Strukturabbildungstheorie. Ich bitte Sie dann, dass Sie das im entsprechenden Kapitel einfach selbst nachlesen. Wichtig an dieser Stelle ist einmal, dass sich daraus sogenannte Instruktionsmodelle entwickelt haben. Im Englischen taucht dabei der Begriff Instructional Design auf. Und als einer der berühmtesten Vertreter kann Garnier genannt werden. Er hat zum Beispiel 9 Aktivitäten der Lehrenden gegen genau 9 korrespondierenden Aktivitäten auf Seiten der Lernenden gegenübergestellt. Seine Arbeiten können durchaus als Beginn der umfassenden Arbeiten im Bereich Instructional Design gesehen werden, die heute natürlich weitere Modelle kennen, die ergänzt wurden, erweitert wurden, wie zum Beispiel das EDI-Modell. Abschließend möchte ich Ihnen aber noch die 12 Multimedia-Prinzipien meines Kollegen Mayo Santiago vorstellen. Er hat in sehr umfassenden Laboruntersuchungen verschiedene Prinzipien herausgefunden. Und die stehen im Prinzip auch im L3D-Kapitel. Ich möchte es an dieser Stelle aber noch einmal gesondert herausstreichen. Warum? Weil wenn Sie Lernobjekte oder Lehrobjekte entwickeln, dann stellen diese Prinzipien eine Hilfestellung dar, wie Sie verschiedene Dinge einbinden können oder wie Sie es vielleicht umsetzen wollen. Das erste ist das Prinzip zur Entlastung der extrinsischen Belastung und daraus abgeleitete Konsequenzen für die Gestaltung und die Darstellung von Lernmaterialien. Hier nennt Mayer als erstes das Kohärenzprinzip. Das heißt, irrelevante Wörter, Bilder und Töne, die also keinen Bezug zum eigentlichen Lehr-Lernobjekt haben, sollen generell vermieden werden. Das Signalprinzip, das heißt Hinweise, die die Organisation wesentlicher Lernelemente hervorheben, sind hilfreich. Das Redundanzprinzip,
Wenn Sie Grafiken, Abbildungen mit einer verbalen Schilderung präsentiert werden, wird kein simultaner Text dazu benötigt. Dann das räumliche Kontiguitätsprinzip, das besagt, zusammengehöriger Text und Bild sollten auch räumlich zusammen und nicht weit auseinander präsentiert werden. Und das zeitliche Kontiguitätsprinzip beschreibt, dass zusammengehöriger Text und Bild sollten immer simultan und nicht sukzessive dargestellt werden. Der zweite Block sind die Prinzipien zur Unterstützung wesentlicher mentaler Prozesse. Hier schreibt Meyer das sogenannte Segmentierungsprinzip. Das heißt, Lerninhalte sollten möglichst in Teileinheiten aufgeteilt und nicht als Gesamteinheit angeboten werden. Lernende sollen in ihrer eigenen Geschwindigkeit diese Einheiten eben bearbeiten, verarbeiten können. Dann das Prinzip des Vorwissens. Das heißt, es zeigt sich ganz klar, dass bessere Lerneffekte dann erzielt werden, wenn vor der Bearbeitung des multimedialen Lernmaterials wesentliche Konzepte, Begriffe und Bezeichnungen der Lerninhalte bekannt sind. Das Modalitätsprinzip besagt, statt einem erklärenden Text zu einer Abbildung oder Grafik sollte besser ein gesprochener Text angeboten werden. Und der dritte Block sind die Prinzipien zur Förderung generativer Prozesse. Da gibt es das Multimedia-Prinzip, das besagt, statt nur Lerntexte anzubieten, sollten Texte und dazugehörige Bilder verwendet werden. Das Personalisierungsprinzip beschreibt, bessere Lernergebnisse werden dann erzielt, wenn der Text nicht in einer formalen Sprache, sondern in einem dialogorientierten Stil formuliert ist. Also direkte Anrede zum Beispiel oder achten Sie auf etwas. Das Stimmeprinzip besagt, dass die menschliche Stimme immer einer computergenerierten Stimme vorzuziehen ist. Und das Bildprinzip sagt, es wird nicht besser gelernt, wenn die oder der Sprecher in einer multimedialen Präsentation auch zu sehen ist. Damit möchte ich dieses Video jetzt auch schließen und ich hoffe, ich konnte vor allem die riesige Palette darstellen. 1995 redeten eben alle von Multimedia. Das Wort ist heute meiner Meinung nach gar nicht mehr notwendig. Durch die umfassende Digitalisierung sind die damals noch vorherrschenden analogen Medien sowieso kaum mehr in Verwendung.